Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Grafiktablets-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Wacom Intuos Art. Dieses Grafiktablett ist eine tolle Wahl für Neulinge, die weniger als 100 Euro investieren wollen. Insbesondere in Kombination mit der Art-Version hat Wacom ein hervorragendes Paket entwickelt, das auch die entsprechende Softwareanwendung enthält, um sicherzustellen, dass Sie schnell mit dem Zeichnen auf dem Computer beginnen können. Wenn Sie tatsächlich nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch haben, ist das Wacom Intuos Art Small Black Grafiktablett zusätzlich für Sie geeignet. Besonders in der tragbaren Dimension ist das hochwertige Grafiktablett sehr einfach von A nach B zu tragen. Dank der drahtlosen Verbindung über Bluetooth wird die Bedienung noch einfacher. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Huron WH1409. Wir haben Ihnen bereits einen empfehlenswerten Tablet-Computer der Marke Huron vorgestellt. Wenn dieses Modell jedoch keine Alternative für Sie ist, da Sie keinen internen Bildschirm benötigen, müssen Sie unbedingt das Huron WH1409 Grafiktablett besser betrachten. Sie profitieren von einer Reihe von Vorteilen und einem besseren Preis. Auf einer Fläche von 35 x 22 cm für Sie angeboten, um sicherzustellen, dass es genügend Platz für fantasievolle Arbeit. Darüber hinaus kann dieses Design auch ganz drahtlos genutzt werden, da entsprechende funkmoderne Technologien tatsächlich montiert wurden. Das genaue Gleiche setzt auf eine 2000 mAh Batterie, die innerhalb von 7 Stunden abgerechnet wird sowie macht eine gewisse Nutzungszeit von so viel wie 40 Stunden. Auf Platz 3 haben wir die XP-Pen G640. Ein weiteres Grafiktablett für Anfänger wird für weniger als 40 Euro empfohlen, speziell das XP-Pen 6. Dieser gut gemachte Grafiktablett-Computer hat ein 8192 Grad Druckniveau der Empfindlichkeitssystem. So können Sie von der Vielzahl von Bürsten und Stiften profitieren und sie je nach Anwendung separat modifizieren. Sowohl Rechtshänder als auch Linkshänder können mit diesem Tool dank des Programmwechsels intuitiv umgehen. Der energetische Ort, an dem Sie mit diesem Grafiktablet-Computer zusammenarbeiten, ist 6x4 Zoll. Es lohnt sich auch darauf hinzuweisen, dass der Stift, der Sie nicht brauchen, eine Batterie. So müssen Sie es nie aufladen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Huron Canvas GT191. Das Huron Canvas GT191 HD ist ein Grafikanziehen-Tablet mit einem speziell großen Bildschirm. Dies ist ein 19,5 Zoll Grafiktablet-Computer mit einem IPS HD-Breitbildbildschirm. So können Sie von einer papierartigen Illustrations-Sensation profitieren und alle Ihre Ideen in elektronischer Form umsetzen. Der Stand wurde besonders faszinierend gestaltet und kann auch nicht nur individuell eingestellt, sondern ebenfalls komplett abgenommen werden. Es stehen ebenfalls mehrere Schnittstellen zur Verfügung. Verknüpfen Sie dieses Grafiktablet mit einem Bildschirm Ihrer Wahl. Zum Beispiel mit DVI, VGA, HDMI oder USB. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Wacom Intuos Pro. Der Hersteller Wacom gehört zu den Top-Adressen im Bereich der Grafik-Tablet-Computer, wobei die Intuos Pro Paper-Version speziell für Sie empfohlen wird. Dies ist ein ziemlich großer Grafik-Tablet-Computer mit einer Büroklammer. Vielen Dank an den Finetip Geldben, sehr natürliche Zeichnung ist möglich, wobei Sie ständig eine elektronische Kopie machen können. Es lohnt sich auch, auf die Gesamtmenge von 8192 Grad der Stressempfindlichkeit hinzuweisen, die wirklich beeindruckend ist. Kombiniert mit extremer Präzision und einer sehr gut ausgeführten Neigungserkennung ist die stets natürliche Handhabung mit diesem Grafiktablett sichergestellt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.